Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück im nächsten Part von unserem Wutbox-Öffnung. Und ich habe hier eine neue Wutbox bekommen für April. Was? Ist das geil? Geil, neue Wutbox. Yeah, ist schon cool gemacht. Ist das alte Auto von die Turtles, ne? Die alte Trickfilmserie. Hier ist nochmal von hinten. Hier ist nochmal vorne. Ich hoffe, ihr könnt das schon vernünftig sehen. Ich muss das ja noch ein bisschen üben, ne? Ja, fand ich schon mal cool. Was ihr im Hintergrund hört, das sind meine Hasen. Die haben gerade Futter gekriegt. Die sind noch ein bisschen aufgeregt. Genauso wie ich jetzt hier mit der Wutbox. Ich habe jetzt diesmal keine Utensilien, kein Werkzeug, weil wir das letzte Mal das auch nicht brauchten. Haha, ne? Jugendlicher Leichtsinn. So, jetzt wieder das Problem, die Wutbox zu öffnen. Ta-ta-ta-ta. So, einmal kurz reingelinst, ne? Ich glaube, wir können uns gleich als Hallo, meine Hasen wieder, als Turtles verkleiden oder sowas. Also erstmal das Buch hier wieder, ne? Was wir alles so Tolles bekommen können, was wir hier drin haben. Ich habe da schon was Tolles gesehen. Zeige ich euch aber auch gleich, ne? Mega Wutbox hier. Mega Wutbox möchte ich euch nochmal erklären. Jeder, der eine Wutbox sich kauft, kann bei der Mega Wutbox mitmachen. Und ey, guckt euch das mal an. Na, wo muss ich denn jetzt hin? So, ne? Alter, geil. Kannst du aber auch kaufen, ne? 90 Euro, aber na gut. Der Stuhl auch 420 Euro, muss ja jetzt nicht sein. Will ich einfach gewinnen. So, was haben wir noch drinne? Was haben wir hier? Alter. Ich glaube, das muss ich gleich mal aufmachen. Leute, ich dachte, hier kommt was mit Turtles oder sowas. Ey, das mache ich gleich zum Schluss auf. Einmal mal reingucken, was da überhaupt drin ist. Ist da jetzt eine Figur drin? Star Hero. Ich glaube, das ist eine Figur von Ruffy. Alter. Muss ich gleich mal gucken. So, was haben wir hier? Ist eingepackt, klein, aber fein. Ich guck, damit wir das nicht aufmachen müssen, gucken wir schnell mal hier in das Heftchen. Ich mag das ja nicht so gerne, immer Sachen aufmachen. Vielleicht ist es ja dann doch eher interessant, das zuzubehalten. Aber ich glaube, das ist ein Kissen. Das ist ein Kissen. Und ich höre mich, glaube ich, doppelt. Ich weiß auch nicht wieso. Aber gut. Da. It's my spot. Ich glaube, das ist das. Aber gut. Gucken wir nachher, wenn wir noch was offen haben. So, ein Büdel. Ein kleiner Beutel. Samt. Schön. Okay. Ich mach mal auf. Den kann ich ja aufmachen. Ist ja kein Plastik, was ich aufschneiden muss oder sowas, ne? Ich bin echt gespannt. Die Figur sieht mega cool aus. Auf der Seite sehe ich sie schon. Leute. Oh, ein Ring? Ein Armreif? Ist das irgendwie von Vikings? Ich bin da nicht so belehrt oder so cool drauf. Ich guck mal schnell rein. Ihr wisst das ja, ne? Ich kenne mich ja mal mit ein paar Sachen aus, aber nicht mit allem. Armband. Vikings. Ja, Vikings. Geil. Das ist der Reif von. Ah, Mann. Vom Stammesoberhaupt, ne? Hier. Mir passt das nicht. Den muss ich, glaube ich, weiter schenken an irgendjemanden, der dünnere Ärmchen hat. Oh. Okay, cool. Nice, Alter. Ey, ich bin ein richtiger Wikinger. Ich kann mir da auch so eine Armkette von. Eine Kette. Eine Kette, einfach nur eine Kette machen. Geil. So, ich krieg das mal hier alles dazu. Das haben wir ja alles hier herausgefunden. Sieht man das dann? Ja, ihr seht es schon, ne? Was von South Park. Aber als erstes kriegen wir hier noch ein Blatt. Ich zeige euch das mal. Eine Anstecknadel. Ansteckernadel. Müssen wir nochmal nachgucken, was das ist. Von was das ist. Ne, exklusiver Wutbox-Pin. Yeah, was geht? Okay, legen wir mal hier unten dazu. Sieht man ja, ne? Sieht man ein bisschen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich auch jeder gesehen hat, schon von Anfang an, ne? South Park T-Shirt. Was los, Leute? Ich muss das mal aufnehmen. Das mache ich auch. Das behalte ich selber. So, wie so ein kleines Kind, ne? Wenn man Geschenke kriegt, ey. Richtig nice. So, aber auch schon wieder in Blau, ne? Das letzte war auch schon in Blau. Das mit Sonic.
Nice, Alter. Mal gucken, ob ich das überhaupt, also wenigstens das Bild jetzt hier auf die Kamera kriege. Das ganze Bild. Ich nehme mal die Wutbox weg. Ne? Ihr seht, hier ist nichts mehr drin. So, South Park. Geil, oder? Nice, Alter. Ich glaube, ich weiß, welche T-Shirts ich anziehe zum Gildentreffen. Ja, cool. Richtig nice. So, jetzt gucken wir nochmal schnell in die Box rein mit Ruffy. Ich glaube, Ruffy ist dabei. Luffy! Oh nein, ich will sie nicht kaputt machen. Ich kann noch keine Boxen aufmachen. Leute, ich bin echt schlecht in sowas. Hier ist auch noch Kleber mit dran. Ich raste aus. So, jetzt haben wir es. Leute, ich mache euch, glaube ich, Fotos. Ich versuche das hier gerade aufzumachen. Jetzt hat sich das hier hinter verklemmt. Jetzt. Oh, nee. Ich glaube, ich nehme mir dafür echt Zeit. Aber ich zeige es euch. Das ist die Figur da drinne. Und ja, mega geil, oder? Schön, was von One Piece gekommen. Nice. Ich glaube, da wird sich jemand freuen, ey. Wenn er sie selber gekriegt hätte. So, Leute. Dann war es das in diesem Monat von meiner Wutbox. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder in den nächsten Parts, die in der Woche kommen, oder erst beim nächsten Mal zur nächsten Wutbox. Ne? Also Leute, macht es gut. Bis bald.